Herzlich willkommen zur Prüfung auf dem Prüfstand. In unserer Videoreihe stellen wir Ihnen die gängigsten Prüfverfahren der Oberflächentechnik vor. Heute befassen wir uns mit dem Thema Bleistifthärte und erläutern die Schwierigkeiten, die dieses Prüfverfahren mit sich bringt. Die Bleistifthärteprüfung ist gemäß der DIN EN ISO 15184 ein Verfahren, um die Widerstandsfähigkeit einer Beschichtungsoberfläche gegen das Einritzen mittels einer Bleistiftspitze zu bestimmen. Bei der Prüfung wird zunächst der Bleistift in einem Metallblock im 45-Grad-Winkel zur Beschichtungsoberfläche eingespannt. Mit einer definierten Belastung von 750 Gramm wird die Bleistiftspitze bzw. das ganze Prüfgerät über die Beschichtungsoberfläche gezogen oder geschoben. Da nicht nur der Druck auf die Beschichtungsoberfläche, sondern auch Form und Härte der Bleistiftspitze definiert sind, lässt sich theoretisch über Versuchsreihen mit zunehmender Härte der Bleistifte die Härte der Beschichtungsoberfläche bzw. der Widerstand gegen diese Härte ausreichend genau bestimmen. Das klingt nach einer einfachen und soliden Prüfung. Wo liegt das Problem? Eine ausreichende Härtemessung ist leider nur theoretisch möglich. Denn so beliebt wie diese Prüfmethode aufgrund seiner Einfachheit ist, so unsicher und ungenau ist sie leider auch in der Praxis. Es gibt einen Aspekt, der nicht berücksichtigt wird, der entscheidend für das Ergebnis ist. Bleistifthärten sind grundsätzlich nicht genormt. Verschiedene Hersteller geben ihren Bleistiften verschiedene Härtegrade. In der Regel zwischen 6b und 9h. Und natürlich sind diese Härtegrade unter den verschiedenen Herstellern grundsätzlich ähnlich. Es gibt jedoch keine bindende Norm, an denen sich die Hersteller orientieren müssen. Die Bleistifthärten unterscheiden sich zwischen den verschiedenen Herstellern. Selbst von Charge zu Charge kann es Unterschiede geben. Eine Vergleichbarkeit der Prüfergebnisse setzt jedoch eine hohe Übereinstimmung der Bleistifthärte voraus, die durch die fehlende Normierung nicht gegeben ist. In dieser Grafik, die sogar in der DIN EN ISO 15184 aufgeführt wird, sind die Einflüsse unterschiedlicher Bleistifte erkennbar. Hier haben 4 Prüfer 9 unterschiedliche Beschichtungen geprüft und mit Bleistiften von 7 verschiedenen Herstellern die Bleistifthärte ermittelt. Das Ergebnis jedes Prüfers mit den Bleistiften von jedem Hersteller wurde in diesem Diagramm eingetragen. Die Ergebnisse schwanken tatsächlich erheblich. Am Beispiel der Beschichtung Nummer 9 etwa, von 7H bis 3B. Zusätzlich macht dieser Versuch deutlich, dass diese Prüfung stark vom Prüfer abhängig ist. Die Durchführung und vor allem die Interpretation des Ergebnisses sollten immer vom gleichen Prüfer durchgeführt werden, da die Abweichungen sonst zu groß sind. Ebenfalls hieraus abzuleiten ist und in der Norm ausdrücklich angemerkt, dass die Norm nicht nützlich ist, wenn verschiedene Beschichtungen miteinander verglichen werden sollen. Viel eher eignet sich diese Methode zur relativen Bewertung innerhalb einer Versuchsreihe, zum Beispiel bei der Lackentwicklung. Gibt es denn Alternativen zur Bleistifthärtemessung? Methoden zur Prüfung der Härte gibt es sehr viele. Die Unterschiede liegen meist darin, welche zusätzlichen Eigenschaften sich auf das Messergebnis auswirken. Bei Prüfungen von mechanischen Eigenschaften einer Beschichtung prüft man selten tatsächlich nur eine Eigenschaft. Je nach Prüfmethode nimmt zum Beispiel die Elastizität der Beschichtung unterschiedlich stark Einfluss auf das Messergebnis. Neben bewährten Prüfmethoden, wie zum Beispiel der Eindringhärte nach Buchholz oder der Pendeldämpfung, kommt zum Beispiel die Ritzhärteprüfung mit einem Ritzstichel oder einem Härteprüfstab der Bleistifthärte am nächsten. Die Prüfung mittels Härteprüfstab verläuft prinzipiell ähnlich zur Bleistifthärte. Nur, dass hier nicht die Härte des Bleistifts variiert wird, sondern die Kraft bzw. das Gewicht, mit der der Prüfkörper auf die Beschichtungsoberfläche einwirkt. Somit wird zumindest diese Unsicherheit bei der Prüfung eliminiert. Anstelle der Bleistifthärte wird hier die verwendete Kraft als Messwert angegeben und verglichen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Freuen Sie sich auf weitere Videos zum Thema Prüfungen auf dem Prüfstand. Diese finden Sie auf den Internetseiten der DFO, der EGL und von Besser Lackieren.